Yo Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Warum heißt es eigentlich Rise? Auch da bin ich völlig uninformiert und unvorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil man sich mit der Switch von seinem Stuhl erheben kann oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Oder vielleicht auch, weil man sich mit diesem komischen Indiana Jones Teil da in die Lüfte erheben kann. Das könnte vielleicht die bessere Begründung sein. Aber ich weiß es nicht. Den sollten wir noch ansprechen. Den Postboten. Miaulo Drexeline. Ach ja, genau, ich habe mich in Drexeline mittlerweile umbenannt. Das passt doch ein bisschen besser zu einer weiblichen Figur. Also ich habe das Spiel nochmal kurz neu gestartet. So viel ist ja nicht passiert. Hab schon auf dich gewartet. Ich habe wichtige, nein, unverzichtbare Informationen. Warst du gerade auf dem Weg zur Versammlungsstätte, um eine Jagdgruppe zu versammeln? Was das angeht, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Wenn die Randale in der Nähe ist, dürfen Jäger Kamura nicht verlassen. Und Jäger, die sich außerhalb befinden, können nicht einreisen. Anders gesagt, Kamura ist offline. Wenn du aber eine Gruppe bilden möchtest, kann ich eine spezielle Nachricht an Jäger senden, damit sie herbeieilen. Diese Nachricht lässt Kamura online gehen und Jäger können einreisen. Frag mich nur nicht, wie es funktioniert. Ich habe es selbst nicht verstanden, hat was mit dem Spinnennetz zu tun. Wie dem auch sei, komm zu mir, wenn du zwischen Offline und Online wechseln möchtest. Hat Minoto dir eigentlich schon die Online-Quests erklärt? Hat sie? Dann kannst du jetzt mir auch mit anderen Jägern auf Quests gehen. Probier es aus, wenn du bereit bist. Hat sie uns Online-Quests erklärt? Ich weiß es gar nicht so genau, aber das interessiert mich gerade eh nicht so. So, Dorffortschritt und Städtenfortschritt. Ich vermute mal, das eine ist halt offline, der Dorf, hatte ich schon, glaube ich, gesagt, ne? Und die Städte ist online. Und wir sollen nochmal mit Hinoa reden. Ah, grüß dich, Drexeline. Bereit dir hierbei ein paar Quests die Hände schmutzig zu machen? Nun, dein Timing ist perfekt. Gerade ist eine neue Quest für dich reingekommen. Meister Utsushi braucht dich. Sieht so aus, als sei Basistraining angesagt. Ja, Basistraining ist gut, vor allen Dingen hier. Wie heißt es nochmal? Ich habe die ganze Zeit Spähkäfer im Kopf von Monster Hunter World, aber das sind ja diese Leuchtdinger. Nein, hier unser Indiana Jones Lasso. Ich kann mir den Namen noch nicht merken. Er hat sich so drauf gefreut, ein richtiger Ausbilder zu sein. Hat endlos davon geredet, wie er es allen zeigen wird. Und der älteste Vogen hatte wohl auch seine Finger mit im Spiel, aber das hast du nicht von mir gehört. Ich denke, sie haben sich die Köpfe darüber zerbrochen, wie sie dich als Jägerin weiterentwickeln können. Wie lieb! Du findest Utsushis Anliegen in der Questliste. Nimm sie an, wann immer du bereit bist. Sei aber auch bereit, okay? Wenn du soweit bist, geh einfach durch das Questtor. Dann geht es los. Ja, das werden wir tun. So, dann machen wir uns mal an die Questliste. Wow, können wir jetzt endlich mal unsere erste Quest erledigen. Wir sind schon im zweiten Part und können schon eine Quest annehmen. Ist es nicht gigantisch? Nimm Quest von den Zwillingen im Dorf und in der Versammlungsstätte an. Über die Questtafel trittst du den Städtenquests von anderen Jägern bei. Ja, da sieht man es auch schon. Nach Annahme einer Quest kannst du R drücken oder eine andere Quest annehmen, um die aktuelle abzubrechen. Wenn du eine Städtenquest annimmst, wähle via Beitrittsanfrage, damit Jäger und Jägerinnen in anderen Lagern deiner laufenden Quest beitreten können. Ach so, ja, diese Funktion ist für Dorfquests und im lokalen Spiel deaktiviert. Drücke nach Annahme einer Quest auf ZR oder am Questtor auf A, um aufzubrechen. Wenn ihr in einer Gruppe jagt, achtet darauf, dass alle gut vorbereitet sind, bevor ihr aufbrecht. Ja, ich werde wie immer nicht vorbereitet sein in meinen ersten Quests. So, was haben wir hier? Dringende Quests. Which quest would you like? Wieder das Wesentliche. Schließe jede von Meister Utsushis Aufgaben ab. Umgebungsinfo, keine andere Monster. Kelbi, Bullfang, Gugauja, Gagba, Feline, Benabra, Altaroth, Bombanji. Ich glaube, das ist noch nicht so beeindruckend. Achso, das ist immer noch die gleiche. Ah, okay, das ist die gleiche Quest und eine zweite Seite der Questbeschreibung. Moin Ass, ein Jäger ist nie zu gut, um die Grundlagen zu wiederholen. Bei dieser Quest kannst du alle Grundtechniken der Jagd einsetzen. Ich warte bei den heiligen Ruinen auf dich. Bis dann. Okay, das ist anscheinend auch die einzige dringende Quest hier. Optionale Nebenquests. Optionale Nebenquests sind an beiden Questschaltern erhältlich und können beliebig oft abgeschlossen werden. Nimm bis zu 5 zeitgleich an und erhalte die Belohnung von einem der Questmädel. Brichst du eine Nebenquest vorzeitig ab, wird der Fortschritt gelöscht. Nimm bis zu... Aber ich kann die nicht alle 5 gleichzeitig machen, oder? Oder mache ich die daneben? Hä, wenn ich 5... Sammle 12. Erjage 2 große Monster. Okay, das ist so ein bisschen was. Okay, das sind gar keine richtigen Quests, sondern die kann ich anscheinend
nebenher doch machen und Geplauder. So, Drexelin. Achso, das ist einfach Quatschen mit ihr. Dann starten wir mal mit der Basistrainingsquest, die Utsushi für dich angesetzt hat. Ich glaube, diese Quest, die man so nebenher erledigt hat, gab es in Monster Hunter World auch, ne? Da weiß ich aber nicht mehr, wie sie hießen. Oder in Iceborne, ich weiß es nicht mehr so genau. Was er wohl für dich auf Lager hat, aber nicht einfach so drauf losstürmen. Sorge dafür, dass alles gut vorbereitet ist. Ja gut, dann nehmen wir mal eigentlich die einzige richtige Quest an, die wir so haben. Und begeben uns mal. Dringende Dorfquest, wieder das Wesentliche. Und begeben uns mal. Ja, auf unsere erste Quest tatsächlich. Ich könnte auch mit ZR aufbrechen, aber jetzt will ich einmal zum Tor hier unten laufen. Ja, und wie gesagt, die Randale steht vor der Tür. Das ist eigentlich die Story, die Monster-Randale. Kann ich hier auch komplett durchlaufen. Okay, krass. Hobashira, der Seemann. Ah, Drexeline, wie ich sehe, ist aus dir eine Jägerin geworden. Gratuliere dir. Die Randale sorgt für einiges an Chaos. Genau, Randale heißt, Monster stehen vor der Tür und wollen uns verkloppen. Das ist die ganze Story, die bisher so aufgekommen ist. Aber mach dir um uns keine Sorgen. Wir halten den Handel am Laufen, so gut es geht. Wo wir gerade davon sprechen, sieht aus, als würde gerade ein Schiff ankommen. Ich gehe besser und nehme den Bestand auf. Okay. Na gut, runter kann man hier nicht und dann ist hier auch Ende. Na gut, nett mal mit dem Typen gequatscht zu haben. Ich dachte eigentlich, hier an dem Tor wäre Ende. Und man könnte nur zur Quest aufbrechen. Möchtest du? Ja, klar, wollen wir mal zur Quest aufbrechen. Moin Ass, ein Jäger ist nie zu gut, um die Grundlagen zu wiederholen. Bei dieser Quest kannst du alle Grundtechniken der Jagd einsetzen. Ich warte bei den... Achso, das ist der Questtext, den wir gerade auch schon gelesen haben auf dem zweiten Blatt, ne? Heiligtum von den Göttern verlassen, heilige Ruinen. These halls of worship, once so bustling. Bustling, von Leben gefüllt, okay. Two monsters, stalking and rustling. Ja, sieht tatsächlich so ein bisschen verwittert hier alles aus. Hunters beware, not waits but despair. Ja. Aber nettes Gebietsintro, auch wenn es wahrscheinlich alles relativ irrelevant ist. Moinas, wie geht's? Hast meine Quest angenommen? Ja, sehr schön. Komm her, dann legen wir los. Ja, wie wir uns bewegen, das wissen wir wohl mittlerweile. So, hier ist wahrscheinlich die blaue Truhe, wo so ein bisschen Vorräte für die Quest drin sind. Ne? Genau, die Jägergilde sendet dir gelegentlich nützliche Objekte an deine Vorratstruhe. Denk daran, sie mit deinen Verbündeten zu teilen, wenn ihr in der Gruppe jagt. Hinweis, du kannst Vorratsobjekte nicht mit zurück ins Dorf nehmen. Ja gut, jetzt könnten wir uns hier noch schon mal ein bisschen was Heilung und Rationen mitnehmen. Genau, und damit die Ausdauer pushen. Soweit, so bekannt. Und damit könnte man sich zuerst heilen, weil die hat uns nichts gekostet, die erste Hilfe mit der Schneeflocke dran. Moin Ass hier drüben. Glückwunsch nochmal, dass du es zur Jägerin gebracht hast. Jetzt beginnt ein neues Leben für dich. Ich weiß, du brennst richtig auf die Jagd, aber lass uns erst nochmal die Questgrundlagen auffrischen, okay? Fangen wir gleich hier mit dem Lager an. Das ist dein Zelt. Hier kannst du deine Ausrüstung und Waffen wechseln und deine Objekte ordnen. Objekte ordnen im Inventar. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Das ist echt auch immer der größte Graus, dieses Inventar in Ordnung zu halten. Obwohl man konnte, glaube ich, Vorlagen speichern. Ich hoffe, das geht hier auch. Wenn dir dein aktuelles Set nicht gefällt, kannst du drinnen deine Ausrüstung wechseln. Das da drüben ist die Vorratstruhe. Die haben wir gerade schon gefunden. Danke. Sie enthält Objekte, die dir bei der Quest helfen. Die Gilde stellt dir alles zur Verfügung. Also nimm dir ruhig, was du brauchst und setz es nach Belieben ein. Damit ist alles zum Lager gesagt. Auf zum nächsten Teil. Ich warte unten am Fluss hinter dem Felsvorsprung auf dich. Falls du dich verirrst, such mein Symbol auf der Karte. Karte ist ein spannendes Stichwort. Halte dein Inventar in Ordnung, bevor du zu einer Jagd aufbrichst. Zelt, über das Objekttruhen-Menü kannst du deine Objekte verwalten, Ausrüstung und Wechselkünste ändern, auf die Buddy-Tafel zugreifen und Mahlzeiten essen. Vorratstruhe. Bei jeder Jagd wirst du mit einer Vorratstruhe in einer Vorratstruhe verstauten Jagdobjekten ausgestattet. Die Vorratstruhe befindet sich nur im Hauptlager. Auf der Karte links unten siehst du, wo sich was im Gebiet befindet. Dreiecke zeigen Spielerpositionen an, weiße Zeltsymbole sind Lager, Monster-Buddies fallen und platzierte Objekte sowie abgetrennte Schwänze werden ebenfalls angezeigt. Monster-Buddies fallen und platzierte Objekte. Aha.
und abgetrennte Schwänze. Okay, bei speziellen Quests kommen die Questziele hinzu. Halte L, um die Karte zu zoomen und einheimische Wesen, Sammelpunkte und andere in den Detailkarteneinstellungen aufgeführte Symbole zu sehen. Hinweis in den Optionen kannst du das neu konfigurieren. Okay, das ist der Ersatz für die Sperrkäfer, oder wie? Im Startmenü kannst du eine Detailkarte anzeigen. Auf ihr siehst du die genaue Position von einheimischen Wesen und Sammelpunkten und kannst Objekte je nach Kategorie anzeigen oder ausblenden. Du kannst auch die Anzeigestufe der Karte wechseln. Durch Drücken von X auf der Detailkarte öffnest du die Symbolliste. Dort siehst du, was die Symbole auf der Karte bedeuten und kannst auch ein Symbol auswählen und A drücken, um nur dieses Symbol auf der Karte zu sehen. Die Symbolliste kann sehr nützlich sein, um bestimmte Dinge zu finden. Ja. Na gut, das... Ach so, so zoomt man näher an sich ran mit L. Ich wollte noch einmal hier ins Zelt gucken. Vorratsobjekte werden in deinem Feldbeutel verstaut. Okay. In deiner Objekttruhe kannst du allerlei Jagdobjekte und Ausrüstung verstauen. Achte darauf, dass dein Inventar in Ordnung ist und, gut ausgerüstet bist, bevor du es mit gefährlichen Monstern aufnimmst. Hat er nicht noch irgendwas von einem Buddy-Menü gesagt oder so? Ah, wieso habe ich eigentlich... Wieso habe ich mein Langschwert dabei? Ausrüstung ändern. Ach ja, weil ich wahrscheinlich die Waffen nicht gewechselt habe, nachdem ich mir Drexeline erstellt habe. So, gut, dass wir hier nochmal gewechselt haben. Bogen über Ausrüstung anzeigen, Ausrüstungssets. Ja, ich vermute mal, er hat hier schon in den Tutorial-Menüs erwähnt, die noch gar nicht freigeschaltet sind. Weil das hier eine ganz andere, einfache Tutorial-Quest ist. So. Upsi. Du kannst in der Nähe befindliche Pflanzen, Nüsse, Käfer, Pilze, Knochen, Honig und Spinnennetze ernten, indem du A drückst. Drückst du A in der Nähe von Förderplätzen, kannst du auch diese abbauen. Brauche ich dafür eine Spitzhacke, wie in ganz alten Monster Hunter Teilen, oder haben sie sich das hier auch erspart? Herstellung ist die Kunst, zwei Objekte zu verbinden und so ein neues zu schaffen. Du kannst Objekte vom Startmenü oder von der Objekttruhe in deinem Haus herstellen. Du kannst auch die Autoherstellungsfunktion verwenden, um Materialien zu kombinieren, sobald du sie einsammelst. Mit dem Befehl Herstellungsliste kannst du ein Rezept aus der Herstellungsliste wählen und dieses Objekt dann erstellen. Du kannst auch die Autoherstellungsoption über die Herstellungsliste kombinieren. Ja, später. Also ganz ehrlich, mit solchen Details muss ich mich jetzt noch nicht befassen. Sagt mir zwar größtenteils alles irgendwie was, klar, weil ich schon ein paar Monster Hunter Teile gespielt habe, aber Iceborne ist schon wieder eine Weile her und die Details, die werde ich mir wahrscheinlich nochmal ein bisschen genauer angucken müssen, aber gut. Hey, hier oben. Okay, reden wir über Seilkäfer. Seilkäfer heißen sie, unsere Indiana Jones Teile. Ob ich mir das jemals merken kann. Die sind großartig und bei der Jagd ein absolutes Muss. Setz sie richtig ein, dann kommst du in 0, nichts so ziemlich überall hin, sogar auf den Felsen hier. Versuch's mal. Seilkäfer sind erstaunliche Wesen, mit denen du eine Vielzahl von Aktionen ausführen kannst. Vollführe mit Seilsprints schnelle Manöver in der Luft, führe mit Seidenbinder waffenspezifische Tricks aus oder gewinne mit Seilfall deine Beherrschung zurück. Okay, interessant. Ein leerer Seilkäferbalken füllt sich mit der Zeit wieder auf und kann dann wieder verwendet werden. Die Verbrauchsmenge und Erholungsdauer hängen von der jeweiligen Aktion ab. Das Fangen eines wilden Seilkäfers erhöht die Anzeige vorübergehend um 1. Oh, cool. Ja, ich bin mal gespannt, wann mal so ein Viech zum ersten Mal beim Weg läuft. Eine in Kamura beliebte Jagdtechnik. Bewege dich mit Seilkäfern durch die Luft, um dein Ziel schnell zu erreichen. Halte ZL gedrückt und drücke X für vertikale Bewegung, A für Vorwärtsbewegung und ZR, um dich in Zielrichtung zu bewegen. Nutze Seilsprints nacheinander oder vor einer Wand zum Wandlauf. Jede Waffe hat ihre eigene mit Seilkäfern genutzte Seidenbinderfähigkeit. Mit weggesteckter Waffe ist diese nicht nutzbar. Ziehe deine Waffe und halte ZL, dann drücke X oder A. Jeder Waffentyp hat seine eigene Fähigkeit. Experimentieren lohnt sich. Seilsprint aufwärts. Okay, ich habe jetzt mal ZR gedrückt, nicht das, was da gerade stand. Seil sprinte auf eine Wand zu, um einen Wandlauf zu starten. Manövriere dabei mit L, halte R gedrückt, um weiterzulaufen. Kostet Ausdauer. Mit diesen Befehlen R halten, L manövrieren, kannst du auch Wandlaufen, während du an Efeu hochkletterst. Ach so, somit kann ich genau zielen, in welche Richtung ich glaube, ich will.
So gehe ich auf jeden Fall geradeaus mit A. Und mit X gehe ich auf jeden Fall nach oben. Okay, was soll ich jetzt machen? Und X ist ein Seilsprint. Achso, das war ja... Hä? Das war der nach oben, ne? Ich glaube, das muss ich mir an längeren Wänden nochmal angucken. Hey, sieh mal einer an. Du bist einer Totaler, ja, aber sowas von. Als nächstes reden wir über Buddies. Heute habe ich meinen Palico Blitz und meine Palamute Donner mitgebracht. Seine heißen Blitz und Donner, meine heißen Wolf und Cat. Auch geil. Sie werden dir bei diesem Teil des Trainings zur Pfote gehen. Versuch als erstes mal auf Donner, meinen Palamute, aufzusteigen. Palamute sind schnell wie der Wind, also wenn dir ein Monster entwischt, spring auf den Rücken deines bellenden Buddies. Okay, ich warte am Ende des Weges auf dich. Triff mich dort. Wenn du von einem Palamute begleitet wirst, kannst du das Kommando Lass mich reiten nutzen, um dich an einen Ort rasch fortzubewegen. Schwing dich auf deinen Palamute, dann bist du im Handumdrehen am Ziel. Du kannst Palamutes auf zwei Weisen reiten. Halte nah an einem Palamute A gedrückt. Gib über die Aktionsleiste den Befehl Lass mich reiten. Probier es aus, mit deinem Palamute bist du viel schneller unterwegs. Bewege dich mit L, sprinte durch R, springe mit ZR. Drifte beim Sprinten mit ZL, greife mit X an, steige mit B ab. Springe während des Sprints mit B ab. Okay, er hat doch ein ganz schön großes Movement-Set, muss ich sagen. Während du einen Palamute reitest, kannst du Wiederherstellungsobjekte, Wettsteine und andere Objekte verwenden. Wähle beim Reiten ein nutzbares Objekt in der Objektleiste aus und drücke Y, um es zu verwenden. Probier es aus, das kann nützlich sein. Jo, das kennen wir auch noch. Grüßen, Sticker, nutze, halt. Lass mich rauf. Okay. Achso, das da unten ist noch so ein Menü. Aber auf... Achso, auf L haben wir auch noch ein Menü. Und können gleichzeitig auch hier noch dieses Shortcut-Menü nutzen. Okay, interessant. Wir gehen erstmal zu Utsushi weiter. Meister Utsushi. So, wie war das? Ah ja, so kann er springen. Okay, man kann abspringen. Und jetzt kann ich nicht wieder auf... Warum kann ich nicht wieder aufsteigen? Es hieß doch auch mit A könnte ich wieder aufsteigen, oder? Wenn ich in der Nähe bin. Naja, dann machen wir es so. Wie war das? Ich wollte nochmal dieses Straven ausprobieren. Naja, egal. Nächste Mal. Hey, sieh dir diesen gelben Irlitz an. Wenn du einen berührst, verstärkt sein Pollen den Glücksbringer, den du trägst, deine Flolia. Ach ja, den haben wir ja auch letztes Mal schon kennengelernt. Der Duft des Pollens umgibt dann dein Flolia und steigert deine Werte. Unser kleiner Freund hier ist gelb, also erhöht er die Ausdauer. Andersfarbige Irlitze erhöhen andere Werte. Ziemlich cool, wenn du mich fragst. Okay. Der Effekt bleibt nur für die aktuelle Quest aktiv, aber er ist es wert. Darauf verwette ich meinen Schuriken. Okay, wenn wir diese kleinen Vögelchen sehen, sollten wir die benutzen. Und da drüben ist ein Tuchfalter. Tuchfalter sind eine von vielen Kreaturen, denen du in den Jagd Gebieten begegnest. Wir nennen sie einheimische Wesen. Das Pulver, das der kleine Flattermann verstreut, kann deine Verteidigung stärken. Es gibt noch andere einheimische Wesen, die dir bei der Jagd auf verschiedene Weise helfen können. Sieh dich nach anderen einheimischen Wesen um, dann spiel mit ihnen rum und schau, was für Effekte sie haben. Okay, nur noch ein wenig mehr. Folge mir. Als einheimische Wesen werden alle kleinen Wesen bezeichnet, die in einem Gebiet leben. Manche einheimische Wesen wie Dauerwesen und Helferwesen kannst du wie Objekte verwenden, um dich während einer Quest zu stärken. Effektiv eingesetzt kann das sehr nützlich sein, da einige dieser Wesen selten und mächtig sind, lohnt es sich, nach ihnen zu suchen. Okay. So, der müsste jetzt irgendwie meine Ausdauer gebufft haben. Jägerinfo aktualisiert. Oh, Spielsteuerung. Bewohner Kamuras. Ach du Scheiße. Wie viel Text ist das denn hier? Einheimische Wesen. Dauerwesen sind einheimische Wesen, die bis zum Abschluss
der aktuellen Quest eine Fähigkeit verbessern. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, dass der unbedingt meine Ausdauer erhöht hat. Aber nun gut. Ja, ich komme, Meister. Kein Stress. Ja, da sieht man jetzt das Buff-Symbol wenigstens. Knochenhaufen zum Ausbuddeln. Naja, so ein paar Knochen braucht man auch ab und zu mal, um die eine oder andere Ausrüstung herzustellen. Blitzfliege blenden. Achso, hier ist ja gar kein Gegner. Wo ist denn jetzt unser Typi hin? Blaupilz. Ah ja, da sieht man auch, wie sich unsere optionale Quest gerade ein bisschen erhöht hat. Meister Utsushi. Große Klasse, Ass. Hast du den Dreh beim Reiten von Palamute schon raus, was? Sie sind echt hilfreiche Buddies, vor allem wenn du große Wegstrecken zurücklegen musst. Du kannst ihnen während des Ritts sogar das Kommando zum Angriff geben, aber ihre Angriffe sind nicht so stark wie deine. Deshalb solltest du besser absitzen, wenn die heiße Phase der Jagd beginnt. Oh, sieht aus, als wären ein paar Monster in der Nähe. Ist ja ein Ding in Monster Hunter. Wie steht es um deine Gesundheit und Ausdauer? Pass auf, dass du deinen allgemeinen Status draußen im Feld immer im Auge behältst. Wenn du soweit bist, komm hier lang. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Wow, können wir schon Monster bekämpfen, aber wahrscheinlich nur so ein paar kleine. Der grüne Balken zeigt deine Gesundheit an. Ist dein Gesundheitsbalken leer, fällst du in Ohnmacht und wirst ins Hauptlager zurückgebracht. Der gelbe Balken ist deine Ausdauer, die beim Ausführen bestimmter Aktionen verbraucht wird. Ausdauer füllt sich von selbst wieder auf, doch mit der Zeit kann die Länge des Ausdauerbalkens abnehmen. Mit Speisen oder Rotationen kannst du ihn wieder auffüllen. Wenn du auf einer Quest mit einem Irlitz in Kontakt kommst, erhöht das deine maximale Gesundheit und Ausdauer. Wie sehr diese Werte steigen, hängt vom Folier ab, das du ausgerüstet hast. Okay, wahrscheinlich haben wir so ein schlechtes Folier, dass wir es noch nicht mal bemerkt haben, dass sich irgendwas erhöht hat. Bewege dich zum Ziel und wir sollen hier absitzen. Naja, zumindest hat er uns gezeigt, wie man absitzt. Hey Hero! Klasse, ein Rudel Itsuri. Ja, das sind ziemlich kleine Biester. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir mal das erste etwas größere Monster erlegen. Es sind 3 Stück. Erledige sie für mich. Halte dich nicht zurück, nur weil sie klein sind. Die sind gerne mal geschickt und skrupellos. Denk einfach an dein Training, dann packst du das mit links. Halte deine Waffe bereit, schön ruhig und mach sie fertig. Immer ein Angriff nach dem anderen. Jo, Waffe ziehen. X oder A angreifen, genau. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Kombis, an die ich mich bei dieser Waffe noch gewöhnen muss, weil ich diese Waffe noch nie gespielt habe. Ich habe ehrlich gesagt keine richtige Ahnung, wie man die spielt. keine Idee von Kombos oder sonst was. Das muss ich mir noch ein bisschen aneignen. Fantastisch, tolle Arbeit, Ass. Dementsprechend unbeholfen wird es wahrscheinlich anfangs aussehen, bis ich mich so ein bisschen in die Waffe eingegroovt habe. Oh, und denk daran, die Monster für Materialien zu zerlegen. Die kannst du dann in der Schmiede für Verbesserungen nutzen. Komm zu mir, wenn du mit dem Zerlegen fertig bist. Ja, wo liegen sie denn? Hier wäre auch noch was zum Blenden gewesen. Dann zerlegen wir die 3 auch mal eben. Wie gesagt, Waffe komplett neu für mich. Super schnelle Waffe, also schnellste Waffe im Spiel, glaube ich. Aber auch mit der geringsten Reichweite im Spiel. Der Hammer hat vielleicht noch ähnlich wenig Reichweite. Ist für mich komplett neu, weil ich bisher eher längere Waffen bzw. auch so halblange Waffen gespielt habe. Zuletzt das Großschwert in Iceborne. Switch-Axt habe ich gespielt in World. Und die Insektenglefe in Monster Hunter Generations Ultimate. Und jetzt wollte ich mal was Schnelles haben. Und ja, mal schauen, wie ich damit klarkomme. Vor allem mit der geringen Reichweite letztendlich. Good to see you. Das war eine unglaubliche Jagd. Ja, super spannend. Auf meine beste Schülerin ist einfach Verlass. Keine Sorge, wenn du mit deiner Leistung noch nicht ganz zufrieden bist. Du stehst ja noch am Anfang deiner Laufbahn. Also dann gehen wir ins Lager zurück. Wir sind schon ganz schön weit gelaufen. Aber kein Problem, mit der Schnellreise bist du ruckzuck wieder im Lager. Ich gehe vor, wir sehen uns dort. Karte öffnen, Minus und dann Schnellreise. Ich bin hier im Ausrufsticker und Gestenmenü. Drück. Was? Nee, ändern wollte ich schon mal gar nichts. Ich drück Minus, wie es mir gesagt wird. Und komm in dieses Menü. Ah, ach, Minus gedrückt halten, nicht nur kurz drücken. Das hätten sie einem ja auch mal sagen können. Okay, A ist Schnellreise, Hauptlager, Jagdfolier. Ach, da sieht man es auch.
Ich habe einen dieser gelben Vögel eingesammelt und deswegen hat sich meine Ausdauer von 30 auf 33 erhöht. Das war nicht wirklich merkbar. Aber wir machen jetzt mal die Schnellreise ins Lager zurück. Okay, Minus gedrückt halten ist die Karte. Dann gucke ich gleich mal, ob die auch, auch im Dorf funktioniert. Da habe ich ja bei der letzten Folge mich schon ein bisschen tot gesucht oder kurz gesucht, wo meine Questgeberin ist und nicht gefunden. Und eine Karte hätte mir da, glaube ich, geholfen. Glückwunsch! Du hast die Basistrainingsquest abgeschlossen. Ich bin stolz, dich als vollwertige Jägerin in die Welt zu entlassen. Du hast viel gelernt, aber vergiss nicht, der älteste Vogen und ich haben hohe Erwartungen an dich. Falls dir mal danach ist, dein Basistraining aufzufrischen, brauchst du diese Quest nur erneut von Hinoa anzunehmen. Ich gehe gern nochmal alles mit dir durch. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich könnte eher mal so ein Waffentraining gebrauchen, speziell für die Dual Blades. Also ich weiß, dass man irgendwie, man hat so eine Dämonform oder was. Und in der Nicht-Dämon-Form muss man die Dämon-Form irgendwie aufladen und da macht man besonders viel Damage, aber das muss ich mir irgendwie mal so ein bisschen angucken. Irgendwo muss es auch so eine Übungsgebiet geben, wo man seine Waffen mal ausprobieren kann und wo dann auch so ein paar Kombos mal erläutert werden. Aber die wurde uns noch nicht gezeigt. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Jo, und wir haben was Neues freigeschaltet in der Galerie und keine Ahnung was. Kagero, der Händler. Jo, also ich gehe mal davon aus, die Texte hier, die wiederholen sich auch. Die werde ich jetzt nicht immer vorlesen im Ladebildschirm. So, so, Drechseline. Utsushis kleine Quest war ein Kinderspiel für dich, was? Ha! Ich habe auch nichts anderes erwartet. Du hast heute den Kern des Jagens erlernt. Wohin die Jagd dich auch führt, diese Lektionen werden dir immer helfen. Hinoa hat sicher ein paar Ein-Sterne-Quests für dich auf Lager, also mach dich an die Arbeit. Fröhliches Jagen. Hey, ich hab was für dich. Ah, okay, die wirklich was von mir wollen. Die haben Sprechblasen über dem Kopf. Das sind so einige. So. Schön, dich zu sehen, Drechseline. Na, was macht das Jägerleben? Ich möchte, dass du etwas erledigst, neben deinen üblichen Pflichten als Monsterjägerin, meine ich. Wenn dir Dorfbewohner je von ihren Problemen berichten, schenke ihnen ein offenes Ohr und geh ihnen auch zur Hand, wenn du kannst. Ich weiß, das kommt plötzlich, aber keine Sorge, ich habe eine kleine Aufgabe zur Eingewöhnung für dich. Ich möchte, dass du mir etwas holst. Meinst du, du schaffst das? Komm wieder zu mir, wenn du fertig bist. Anfragen. Anfragen sind Nebenquests, die du vom Leuten im Dorf erhältst, die mit einer blauen Sprechblase markiert sind. Okay, das sind, glaube ich, eher die klassischen Nebenquests und nicht die optionalen Sachen, die wir vorhin schon angenommen haben bei der Questlady. Für das Erlegen kleiner Monster, Lieferungen und das Erfüllen anderer Wünsche der Dorfbewohner bekommst du verschiedene Belohnungen, sprich nach dem Questabschluss mit dem Auftraggeber. Bei Lieferungen musst du ein bestimmtes Objekt zum Auftraggeber abliefern. Sprich die Person an, um deine Liste an Lieferungen einzusehen und drücke A, um die gewünschten Objekte zu übergeben. Kontoobjekte werden automatisch abgeliefert, wenn du sie aufsammelst. Um deine Liste an Lieferungen für diese eine Person einzusehen, oder was? Angefragt, gebratenes Steak, Belohnung, Tränke. Folgen der Älteste, zur Arbeit als Jäger gehört es, Aufgaben zu erfüllen. Versuch dich mal an meiner. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und deine mit diesen Ein-Sterne-Quests, was danach folgt, sehen wir dann. Wir sind alle gespannt darauf zu sehen, wozu du imstande bist, Jägerin von Kamura. Okay, Lieferungen. Gebratene Steaks haben wir noch nicht. Muss man grillen? Muss man mit rohem Fleisch jagen? Ich glaube in World oder in Iceborne, in Generations Ultimate habe ich auch im LP gegrillt. Ich glaube, das werde ich mir hier schenken und offscreen grillen, beziehungsweise zwischen den Spieleaufnahmen. Das ist, glaube ich, nicht so spannend, mir beim Grillen zuzugucken. Er wollte auch noch mit mir sprechen. Hammon, der Schmied. Wenn du deinen Schutz nicht ernst nimmst, wirst du da draußen im Feld nicht lange überleben. Die Gründe kannst du dir denken. Du kannst deine Rüstung in meiner Schmiede verbessern. Vergiss nicht, die dafür benötigten Rüstkugeln mitzubringen. Ich gebe dir ein paar als Starthilfe. Setze sie ein, um deine Ausrüstung zu verbessern. Ja, Ausrüstung muss ich mir auch später mal anschauen. Das ist der Händler. Will er auch was von mir hier? Hey. Oberjäger Hanenaga, schon mal von diesen großen Seilkäfer-Dingern gehört? Naja, das sind im Prinzip Seilkäfer, nur größer. Und ihre Seile sind deutlich stärker. Steig auf und er schleudert dich sehr viel weiter, als es ein normaler Seilkäfer je könnte. Der Haken ist, wenn du sie mal in Juwelenlinien setzt, kriegst du sie nicht mehr da weg. Und ihre Größe macht sie schwer zu steuern. In Juwelenlinien?
Aber wenn du einen absetzt, kannst du dich ruckzuck durch den ganzen Ort bewegen und sie warten sogar auf dich. Na, interessiert? Also gut, hier sind ein paar große Seilkäfer nur für dich. Sagt ja nicht, ich hätte nie was für dich getan. Probier sie aus, wenn du auf der Jagd bist. Probier sie auf, wenn du auf der Jagd das nächste Mal an Juwelenlinien vorbeikommst. Glaub mir, entspannter kann man nicht jagen, okay? Große Seilkäfer sind einheimische Wesen, die dich über große Entfernungen in eine bestimmte Richtung tragen können. An jedem Ort gibt es eine Reihe von Juwelenlinien, in denen du im Dorf erhaltene große Seilkäfer platzieren kannst. Wie viele große Seilkäfer du hast, siehst du in deinem Objektbeutel. Wenn du keine großen Seilkäfer hast, kannst du nicht von Juwelenlinien ausreisen. In einigen Juwelenlinien findest du jedoch auch Seilkäfer. Okay. Ja, interessant, was sie hier, womit sie hier am Anfang schon alles zuballern. Du bist jetzt echt eine Jägerin. Diese große Waffe steht dir auf jeden Fall total gut. Kann ich sie mal halten? Nein, schade. Als Komitsu dich vorhin gesehen hat, meinte sie nur, wow, Rexeline sieht so cool aus. Sie mag wohl nur Jägerin. Was ist denn an denen so besonders? Köche sind auch cool. Ich mache mal Onigiri für sie. Ich meine, mich juckt das nicht. Ich mache die Onigiri für alle. Das ist mein Job. Sie ist nichts Besonderes. Okay, lecker Sushi. Ja, gut. Ein Kanyenmeister, Reishändlerin, Schirmhändlerin. Na, mal gucken wir mal, ob die noch was zu sagen haben. Hey, hey, Drexeline. Stimmt es, dass du jetzt eine Jägerin bist? Wow, das ist so cool. Hör zu, ich sehe jeden, der in Kamura ein- und ausgeht, weil mein Laden vor den Haupttoren geparkt ist. Überlass Kamura mir, ich behalte dir alles genau im Blick, während du jagen gehst, okay? Okay, ach, ich wollte mal gucken. Ah ja, hier gibt es auch eine Karte. Vorbereitungsgebiet. Mein Raum. Dorfeingang. Städteneingang. Stahlwerk. Kann ich hierüber auch schnell reisen? Weiß ich noch nicht. Probieren wir, glaube ich, beim nächsten Mal aus. Jetzt wollte ich nochmal mit den 3 Leuten hier reden oder 4, die hier sonst noch rumstehen. Oh, hallo, Drexeline. Glückwunsch zu deiner Ernennung zur Jägerin. Als Reishändler verkaufen wir eigentlich nichts für die Jagd. Allerdings werden unsere Erzeugnisse im Teeladen verwendet. Aber obwohl wir für deine Jagdkarriere keine große Rolle spielen, drücken mein Mann und ich dir die Daumen. Ja, das ist nett von euch. Hey, Drexeline, grüß dich. Glückwunsch zum Jägerinnenstatus und so. Waffen, Rüstung oder ähnliches Zeugs wirst du hier nicht finden, aber die Dango für die Jagd werden aus unserem Reis gemacht. Okay, Dango sind anscheinend irgendwelche Reisgeschichten. Wahrscheinlich sowas ähnliches wie Sushi oder so. Über Umwege helfen meine Frau und ich dir also trotzdem beim Jagen. Ja, das ist nett von euch. Oh wow, ich kann sogar hier oben drauf. Zenchi, der Arzt. Oh, du bist es, Drexeline. So, du bist jetzt also eine Jägerin, hm? Hör mal zu, trotz meines medizinischen Geschicks ist es mir wichtig, dass alle gesund bleiben und ich meine Ruhe haben. Naja, du warst schon immer ein starkes und gesundes Kätzchen. Da wird sich wohl auch mit deiner Berufswahl nichts dran ändern. Geil, wir können uns hier auf die Dächer schwingen und mit Katzen reden. Okay, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal quatschen wir noch mit 1-2 Leuten und dann gucken wir mal, was wir hoffentlich noch für eine Quest als nächstes erledigen. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.